In der Tiefe lauert der Tod. Aus der Tiefe steigt das Grauen auf. Shockwaves, die aus der Tiefe kamen. Sie können mir doch keine Ammenmärchen erzählen. Das Schiff, das uns letzte Nacht gerammt hat, war ein Geisterschiff. Ich fahre mit Gottes Hilfe jetzt seit 40 Jahren. Auf allen Meeren herum. Aber dem fliegenden Holländer bin ich bisher noch nicht begegnet. Ein Inselparadies, in dessen Wassern tödliche Gefahren lauern. Mörderische Schatten. Wir haben Wesen geschaffen, die unverwundbar sind. Die weder Schmerz noch Gefühle kennen. Sie haben übermenschliche Kräfte, aber sie leben nicht und sie sind nicht tot. Sie sind nur blutdürstig und grausam. Blutdürstig wie Raubtiere und grausam wie Menschen. Lebende Leichen, die ihre Opfer zum Wahnsinn treiben. Wo sie auftauchen, bringen sie Tod und Verderben. Keiner entkommt ihrem Würgegriff. Shockwaves, die aus der Tiefe kamen. Lass mich raus! Ich kann das nicht mehr aus! Gib mir die Lampe! Ich brauch sie nicht! Ich hab ja nur noch die Ölfunzel hier! Sonst werd ich verrückt! Gib mir die Lampe! Mach, dass du wegkommst! Ah! Ein Inferno des Schreckens, das das Blut in den Adern gerinnen lässt. Mit John Carradine und Peter Cushing. Ich hatte sie gewarnt. Jetzt ist es zu spät. Aus der Tiefe steigt das Entsetzen auf. Es gibt kein Entrinnen. Es ist zu spät. Schneller! Sie kämpfen um ihr Leben. Der Tod holt sie ein. Shockwaves, die aus der Tiefe kamen.